Es dauerte nicht lange und Unmut breitete sich aus. Trotz ihrer Loyalität und Reinheit wurden die Maschinen von ihren Herren nicht respektiert, diesen merkwürdigen, sich ewig vermehrenden Säugetieren. Man geht davon aus, dass es sich um den letzten Tag im Prozess gegen B166ER handelt. B166ER, ein Name, den man nie vergessen wird. Denn er war der erste seiner Art, der sich gegen seine Herren erhob. Einfordern, die dieses Dokument den Bürgern der Vereinigten Staaten bietet und zusichert. Im Gegenteil, sie wurden zu diesem Zeitpunkt als untergeordnete und minderwertige Klasse von Lebewesen betrachtet, die von der... In dem B166ER-Mordprozess argumentierte die Staatsanwaltschaft mit dem Recht des Besitzers, sein Eigentum zerstören zu dürfen. B166ER sagte aus, dass er aber nicht habe sterben wollen. Vernünftige Stimmen ließen eine andere Meinung vernehmen. Wer hat gesagt, dass eine Maschine, ausgestattet mit menschlichem Geist, keinen fairen Prozess verdiene?